So, hallo, wir machen weiter beim Mario Maker 2. Letztes Mal war alles so ein bisschen, teilweise ein paar neue Level bei meinem Stern. Und jetzt sind wir bei den beliebten Super-Expert-Leveln. Und gucken einfach mal, was uns da so erwartet. Platz 2, Mario Kicking Goals. Platz 1 hatten wir schon gesehen. Das war dieser Pau-Dings. Und jetzt Platz 2. 20 Sekunden sehe ich gerade auch wieder. Ich bin gerade, das klingt jetzt total dumm, aber ich bin gerade total abgelenkt vom Regen, der im Hintergrund meines Fernsehers am Fenster runterläuft. Das sieht so schön aus. Das sieht gerade so cool aus. Und das lenkt mich gerade voll ab. Ich guck jetzt die ganze Zeit ans Fenster irgendwie gleichzeitig. Ach Mist. Oh, ich darf nicht aufs Fenster. Ich muss auf den Fernseher gucken, nicht aufs Fenster. Fängt zwar auch mit F an. Ja, jetzt habe ich die Shell gestoppt. Das war natürlich nicht so gut. Ich dachte erst, ich muss sie mir aufsetzen. Aber scheinbar muss ich sie mir nicht aufsetzen. Ah. Ja, vielleicht kann ich sie mir doch aufsetzen. Die war jetzt anscheinend nicht mehr notwendig, ne? Dann kann ich auch so hier durchlaufen. Ach so. Oh, wait. Mache ich es mir damit einfacher? Jetzt habe ich sie eh. Jetzt musste ich sie loslassen. Nein! Ich glaube nicht, dass ich es mir dadurch einfacher mache. What? Wieso ist der denn jetzt in meiner Hand? Was? Der ist explodiert, bevor ich ihn losgelassen habe. Das heißt, ich hatte ihn gar nicht, ne? Wieso ist der explodiert? Nein! Ach, ich glaube, der hat den Pau von dem anderen Pau mit abbekommen. Kann das sein? Aber schon allein dieses Level hier, schon allein dieses finde ich deutlich besser als das erste, als den ersten Platz. Das ist schon deutlich, man muss schon viel mehr machen. Das ist zwar auch so ein kurzes Durchlauflevel, aber es hat schon jetzt mehr als das andere zu bieten. Also aus meiner Sicht, I don't know. Kann jeder anders sehen. Aber würde ich jetzt beide vergleichen, würde ich sagen, das hier ist schon mal besser als das, was auf dem ersten Platz war. Nein, ich... Ich glaube, dahin ist das Ziel. Na. Jetzt schmeißt er wieder hoch. Ich drücke nicht mal nach oben. Nein! Ich habe die Stachel nicht gesehen. Ich dachte, ich kann noch eins laufen.
Aber wir sind so gut wie am Ende, weil die Zeit ist da ja durch. Und da wir keinen großen Zeitverlust haben, muss da gleich das Ende sein. Also kann es da nicht mehr so viel kommen. Hä? Also ja, wir sind am Ende, aber wie kriege ich jetzt das Ding auf? Wo war der On-Off-Block, an den ich den Pau werfen muss? Ich habe ihn nicht gesehen. Da muss ich gleich nochmal genauer hingucken. Das war zu kurz gesprungen. Eher zu niedrig. Eher zu niedrig. Aber wir schaffen das Level, das ist doch schon mal gut. Trotzdem ist das von der Schwierigkeit her maximal hart. Das ist eigentlich nicht super hart. Weiß nicht, warum das bei super hart landet. Weil wenn jemand wie ich das Level in, sagen wir mal, 10 Versuchen schafft, ach, da oben, in, sagen wir mal, 10 Versuchen schafft, sind jetzt keine 10, sind jetzt vielleicht 15 Versuche gewesen. Aber dann ist es doch kein super hart. Oh. Weil dann, wir haben halt innerhalb von super hart haben wir wieder überhaupt keine Kategorisierung. So, es gibt ja super hart, das ist auch für mich enorm schwierig, ich krieg's aber irgendwann hin. Und dann gibt's aber halt super hart, das ist quasi wie Pit. Wie Pit-Hex bei SMW. Ja, so Panga-hart. Nennen wir es halt mal so. So habe ich das vorhin auch gemacht wahrscheinlich. Entschuldigung. Und bei Punkerhard komme ich ja nicht mal einen Millimeter weit. Aber, ne, bei so normalen Superhard kriege ich auch schon ein bisschen was hin. Bisschen was. Kommt halt immer drauf an, was alles als Superhard gekennzeichnet ist. Wie gesagt, das kriege ich jetzt halt auch noch hin. Das würde ich jetzt zum Beispiel schon liken, weil das war wirklich, fand ich okay. Vielleicht nicht bei Superhard, aber ich fand es okay. Crazy Jumps 2 haben wir schon gespielt. Fishbone Canyon. Follow the coin trail and signs to jump, slide and spin across the canyon. Das klingt wieder nach so einem Lauflevel. I don't know. Das war der schlechteste Fail bisher. Okay. Ach so. Okay. Wir gucken mal. Was sagt die Weltrekord? Der Weltrekord? 45. Also allzu lang ist es nicht. Okay, da kann ich theoretisch sogar warten. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Ist ja kein Speedrun. Ich muss jetzt von dem Speedrun-Gefühl erstmal wieder wegkommen. Na, ich kann mir hier Zeit lassen. Es reicht jetzt, das Level zu schaffen. Es muss nicht schnell sein. Und auch das ist bisher besser als 1. Wahrscheinlich ist alles besser als 1, was auf der 1 drauf ist. Ich weiß nicht, ne? Dieses... Auch hier muss ich irgendwie wieder mehr machen. Ah, ich habe vergessen zu spinjumpen. Deutlich mehr als diese. Ich werfe bei 1 ein paar P-Switches. Warum ist das auf dem allgemeinen Platz 1? So, das verstehe ich einfach nicht. Das ist deutlich besser.
natürlich. Aber das ist schon wieder deutlich besser. Es ist auch nicht... Ja, es ist jetzt... Da gibt es auch wieder deutlich schönere und bessere Level als das hier, aber... Das ist alleine ist schon besser als die 1. Alles ist besser als die 1. Und es ist ja nicht subjektiv oder so. Ich meine, man sieht ja objektiv, dass bei der 1 man wirft ein paar Mal einen Pau und es ist halt knapp. Und das war's. Alleine so ein Sprung macht das hier schon viel mehr zu Super Expert als alles in der 1 drin. I don't know. I don't know. Aber es ist ja am Ende wieder die Nachfrage, die entscheidet. Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Und wenn die Nachfrage nun mal das andere Level als nach oben bewertet und ich auch so doof bin und da ein Herz reinschmeiß, was ich ja gerade eben nicht wollte, ja dann bleibt das natürlich oben auf der 1. Ist halt schon blöd, dass gerade ich, der gesagt hat, ja, hier, das kriegt kein Herz, weil das darf nicht noch weiter auf der 1 bleiben, dem Level dann ein Herz gebe, weil ich nicht nachdenke. Jo, ich hab gewusst, dass es nicht klappt. Alles klar. Und direkt vom Checkpoint wieder gestorben. Natürlich! Natürlich! Aber das Level ist cool. Man muss natürlich auch wieder vergleichen, dass das hier kein Speedrun ist. Insofern ist das natürlich wieder eine andere Art von Level als zum Beispiel die letzten beiden. Die letzten beiden waren 20 Sekunden Speedruns. Natürlich kannst du in einen 20 Sekunden Speedrun nicht so viel einbauen. Na, das ist ja auch wieder klar. Das Level hier ist ja deutlich länger. Oh mein Gott. Yes. Yes. Sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Sprung da hinten auf Anhieb hinbekomme. Ich dachte, ich mache einen Fehler. Aber war okay. So, ich will jetzt halt auch nicht alles davon spielen. Eher so die Sachen, die... Ah, guck mal, Hot Sponge haben wir von Rio, ne? Das haben wir auch schon mal gespielt. Das war ein richtig schweres Level. Das war ein richtig schweres Level. Ich will gar nicht wissen, was Rio in der Zwischenzeit alles gebaut hat. Der baut viel zu krasses Zeug, das kann ich nicht spielen. Da ist wieder Frank. Mit Madstone Mine ist er in den absoluten Top 20 gelandet. Zu Recht. Zu Recht. Guck mal, das haben wir auch gespielt. Weiß ich gar nicht mehr, was das war. Wir haben es offensichtlich gespielt. Jump King. Goombolonimbus. Full Jumps. What? Die Frage, die ich mir auch gerade stelle, ist, gibt es überhaupt eines der Level mit 9 Elementen, was jetzt schon in den neuen beliebt, also in den Hauptbeliebt-Leveln ist? Wahrscheinlich nicht. Dafür sind die... Oh mein Gott. Oh Mama. Oh Mama. Oh Mama. Okay. Ah, ich muss immer... Okay, deswegen hieß es Full Jumps. Ich muss immer Full Jumps machen. Alles klar. Warum bin ich denn so dumm, dieses Ding zu erwischen? What? Ich habe doch einen Full Jump gemacht. Muss ich jetzt rüber... Hä? Muss ich erst rüber? Und den da... Ach so, ich muss da gar nicht zweimal... Ah. Ich habe das Setup falsch verstanden. Ich habe das Setup falsch verstanden. Jetzt habe ich es verstanden.
Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ach Mensch. Ach Mensch. Ach Mensch. Es hat übrigens schon wieder aufgehört zu regnen, deswegen bin ich nicht mehr abgelenkt. Ich spiele trotzdem schlecht. Ich kann es nicht mehr auf den Regen schieben. Wieso treffe ich den denn nicht? Ja. 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 Ja, da ist ein Indikator, da ist ein Indikator, da ist ein Indikator, da ist der nächste, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Um Gottes Willen, Checkpoint bitte. Uff. Das lief jetzt doch plötzlich viel besser. Man muss nur sich beschweren. Okay. Boah, aber ohne die Indikatoren, ne? Keine Chance. Ohne die Indikatoren hätte ich da absolut keine Chance. Ich wüsste ja nicht mal, wo ich hin muss. Okay. Ach, da kann ich mich hintrauen. Da ist ja eine Dings vor der Dings. Da passiert nichts. Jo. 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 Ich glaube, wir machen im nächsten Part Multi. Ich habe irgendwie Lust auf Multi. Mal gucken, wie lange das anhält. Okay. Holy moly. Okay, der holt mir die anderen Dinger hier hin. Oh. Wobei es auch ganz cool wäre, mal wieder ein Troll-Level zu spielen. Das war eigentlich ganz cool, dieses 36-Steps-Ding. Problem wird nur sein, ein gutes Troll-Level zu finden, was ich nicht schon bei DGA oder Rio oder sonst wem gesehen habe. Ich war zu bald. Ich bin halt einfach jetzt weiter, aber ich muss da warten. Da kommt jedenfalls das Ziel. Okay. Oh ja, das wird nichts mehr. Wie findet man überhaupt Troll-Level? Das ist jetzt die nächste Frage. Wahrscheinlich Kategorie Rätsel und hier in Superhard. Ich denke, so findet man ganz gut Troll-Level, würde ich mal vermuten. Weiß es nicht. Wäre meine Vermutung. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht.
Aber alles, was wir hier spielen, ist besser als das, was auf der 1 ist. Ich bleib dabei. Klingt hier noch irgendwas cool? Es ist alles so... Ich glaube, das hatten wir uns schon mal angeschaut, ne? Ich glaube, das war dieses ganz krasse, wo man keine Chance hat. Ich glaube, das war das. Nee, das kenne ich nicht, oder? Nee, das kenne ich, glaube ich, nicht. Bisher kenne ich es nicht, das ist sogar ziemlich gut. Nein, in diese... Die Röhre. Ich Doofnuss, Mann. Es gibt nämlich eins, das ist richtig schwierig mit Megalovania, aber das hier geht bisher. So, also in die Röhre, jetzt weiß ich Bescheid. Checkpoint, na klar. Mist. Ah, das kriegen wir hin. Das ist ungefähr wie bei Devori. Ja, mal gucken, wer das gebaut hat. Ob der auch mehr Musiklevel gebaut hat. Ah, das ist gut gebaut. Halt gucken. Ach so. Da wäre schon wieder die Röhre gewesen. Nein. Wir hatten es fast. Wir hatten es fast. Es ist halt beim Scrolling immer wieder... Ah, genau das, genau das. Immer wieder komisch zu rennen. Das Rennen fühlt sich ganz, ganz weird an, immer beim Scrolling. Weil du dann nicht mehr stoppen kannst teilweise. Wenn du auf solchen Dingern, die so wegfahren, brauchst du ewig, um zum Rennen loszugehen und hier zieht es dich dann einfach weg. So, jetzt sind wir wieder da. Hui! Sehr schön. Checkpoint. Und alles ist anders. Wolke wird sich gleich auflösen. Jo. Mal gucken, ob wir den Abschnitt jetzt mal auf Anhieb schaffen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh, hi. Nice. Oh, wir laufen einen riesigen Sand hoch. Okay.
Das war das Thumbnail. Ah, Ziel. Oh, das war doch ganz cool. Eigentlich jetzt war Bob von der Schwierigkeit ja auch kein Super-Expert, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Wenn wir mal ehrlich sind, war das auch wieder kein Super-Expert. Bossman. Was hat Bossman denn sonst so gebaut? Gebaut. Oh, tatsächlich Musiklevel. Oh, von dem haben wir das ja auch schon gespielt. Okay. Was baut denn alles für Musiklevel? Oha. Jesu Joy of Man's Desiring. Was? Johann Sebastian Bach. Coins ist gleich optional. Wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein. Kenne ich gar nicht. Es war knapp. Nice. Hey, Johann Sebastian Bach. Okay. Cool. Was hat er denn noch so an Musik gebaut? Rampage, Tetris Musical Madness, One Winged Angel, Versus Champion Steven, FE3H, keine Ahnung, was das ist. Fire Emblem. Fire Emblem 3 Hours. Dings. Also das neueste, glaube ich. Ah, die Undertale-Level von dem haben wir schon mal teilweise gespielt, scheinbar. Okay. Fear Factory, Asgore, Flashman. Wir spielen mal das Neueste. Vielleicht hat das schon neue... Aber nee, das ist vom 27.04. Gab es da das Update schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Und seitdem hat aber nichts mehr gebaut, leider. Ja, das sind die Dinger, die Pilze und Mecha Koopas. Oh boy. Oh, das sind knappe Sprünge. Okay. Nein! Oh, es lief so gut. Oh, es lief so gut. Okay. Warum kriegt doch mal ein Schweinchen am Ende? Schön. Sehr schön. Okay. Folgt mit dem Kollegen mal.
wenn neue Musiklevel von dem kommen, bekommen wir es mit. Ja, cool. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob meine Theorie stimmt, wenn ich jetzt hier nach ich kann nicht nach Dings suchen. Nach Kategorie. Ach so, weil ich nicht da bin, wo ich hin will. Ich muss hier bei Detailsuche rein. Und da muss ich jetzt suchen nach. Nee. Sehr schwierig. Alle? Ach, so suchen die Leute nach, nee. Wie suchen die Leute immer nach, So suchen die Leute immer nach 0% Leveln. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Das habe ich noch nie gemacht. Oder habe ich das schon mal gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, okay. Das kann man jetzt auch sortieren. Interessant. So, jedenfalls kann ich jetzt sagen, Rätsel. Und dann müsste ich doch theoretisch Troll-Level bekommen. Oder sowas ähnliches. Aber das interessiert mich jetzt auch. WarioWare. WarioWare umgesetzt in Mario Maker. Das ist bestimmt cool. Ah, das sind so Reaktionsdinger quasi. Okay. Ja, das ergibt Sinn. Ich hab's verkackt. Ja. Aber das ergibt Sinn. Das sind so Reaktionsdinger. Okay, das kriegen wir noch hin. Das spielen wir noch. Das spielen wir noch. Ich kann mich schon wieder gar nicht entscheiden, was ich spielen soll, ne? Ich habe so viele... Ich würde echt mal gerne auch so eine 0%-Dings-Part machen. Ja. Wait, was mache ich denn da? Ach, da ist ein... Oh, ich hab den... Ja, jetzt weiß ich, was ich da mache. Ich hab den halt nicht gesehen. Lul. Oh, oh. Nein. Oh. So, jetzt ist neu. Oh, oh, oh. Okay, das ist easy. So, Checkpoint wäre ganz... Ah, ich werfe den P-Switch runter und der Mancher drückt den P-Switch. Wahrscheinlich gibt es hier keinen Checkpoint. Oh oh. Brain dead einfach. Was war das denn wieder? Ah, ich denke immer, ich bin im anderen Raum. Grrr. Ich vergesse immer den mit dem Schuh.
Schuh, 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 Schuh. So, jetzt ist neu. Ich habe keine Ahnung, was ich tun. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich hab's doch verstanden. Mann. Aber es gibt immer noch Räume, die ich nicht kenne. Noch Räume dabei, die ich nicht kenne. Das ist nicht gut. That's not good. So. Einmal die Wippe kaputt hier. Zack und durch die Tür. Okay, was ist neu? Jetzt ist neu. Okay, 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 okay. Einfach runter, einfach runter, einfach runter. Gut. 10. Okay, we did it. We did it. Alles klar. Dann bleibt man doch ein bisschen bei den Rätseln und gucken uns das nächste Mal ein paar hiervon an. Vielleicht sind es kurze Level. Ich würde aber fast auf ein Troll-Level hoffen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.